Hey, meine Single-Cast-Schlüffel, Whisky Nerds, Reste trinken, Adrian hier, Nummer 3. Ja, heute gibt es in meinem Restepaket einmal, das ist tatsächlich mal eine 10cl-Flasche, dementsprechend passen nur 4 Samples in das Paket. Das ist hier der Diensten Fino. Wer auf Brühler Whisky steht, wird hier sehr glücklich sein, dürften so 3cl sein. Macht aber keinen Sinn, dass ich jetzt eine neue Sample-Flasche, also für 1 Euro anbrechen, nur damit noch ein Sample, der sich verschenkt, in den Maxi passt. Entschuldigung deswegen. Dann, zweiter ist der Maltman Secret Isler. Bourbon Cask müsste ein Artback gewesen sein. Da ist noch so 1cl drin. Das ist halt 2cl Video, 2cl Archiv. Dafür haben wir dann hier Nummer 3 ist der Tomatin Handfield PX Sherry Cask. Ich fand den irgendwie zu bissig, aber gut, ich habe, wie ihr seht, im Video habe ich nicht ganz 2cl im Dram gehabt und habe auch kein Archivsample gezogen. Das ist natürlich, naja, Mai. Also, Henfil von Tomatin 2002 bis 2015 mit 55%. Und der letzte im Bunde ist der Compass Box Menagerie, ein Blend aus Mordlachdiensten, Glen Elgin, Lafroig und Highland Malts Blend. Da wurde mir übrigens, das ist jetzt ein Korrekturvideo, also auf der Webseite wird da mit Baumring gearbeitet, dann erfährt man auch, wie alt das Zeug ist und woher es kommt und so bla bla. Also die sind viel fairer, als ich es im Video gescholten habe. So, das ist jetzt mein Korrekturvideo gewesen. Da habe ich auch kein Archiv rausgezogen, habe aber im Video genau 2 ins Dram gekippt, also das sind noch 3cl. So, ja, Regel wie immer, schreibt mir, habe ich Bock drauf, in die Kommentare. Das läuft dann wieder bis nächsten Sonntag. Also alles, was am Sonntag noch kommentiert wird, ist mit im Lostopf. Und ja, ich melde mich dann meistens per Kommentare. Und wenn ich euch nicht erreiche, dann halt in dem nächsten Video. Also aus irgendeinem Grund verpassen es die Leute immer, aber ich kriege meine Pappenheimer schon irgendwie. Ja, Timer Nummer 2, ihr müsst über 18 sein. Ihr tragt den Versand und bla bla. Also das sind 4 Euro, Maxi-Brief. Unversichert, also wenn ihr mehr schickt, Sample-Gewinner 1 hatte mehr geschickt, dann habe ich halt ein Paket draus gemacht. Ja. Und ihr dürft nicht auf meiner Blacklist stehen. Also ich habe ein paar Leute auf meiner Blacklist stehen, die werden von der Teilnahme ausgesperrt. Aber ich kann sagen, bisher hat noch kein einziger von meiner Blacklist kommentiert. Ich wünsche euch was.